Einen schönen guten Tag. Dieses Video soll Ihnen Ihre Frage beantworten, die momentan wahrscheinlich sehr viele von Ihnen haben, und zwar: Wie können Sie eine Mehrwertsteuerreduzierung von 19 auf 16 und von 7 auf 5, beziehungsweise dann natürlich im Umkehrschluss von 16 auf 19 und von 5 wieder auf 7 durchführen? Jetzt will ich ein paar Fragen beantworten, und zwar: Ja, das geht natürlich mit Wavi Profi 3, aber Sie müssen eine Voraussetzung erfüllen, und zwar: Sie benötigen Minimum die Version 3.70938. Hier an dieser Stelle kommt immer wieder die Frage: Welche Version habe ich installiert? Ganz einfach, wenn Sie Wavi starten, sehen Sie oben in der Titelleiste Wavi Profi, also oben links, Version, und dann steht Ihre Versionsnummer dort. Wenn das nicht die 3.7938 ist, müssen Sie das aktuelle Update installieren und herunterladen. Woher bekommen Sie dieses Update? Natürlich von uns. Sie können über die Menüfunktion Fragezeichen Internet Update die dementsprechende Version herunterladen und installieren lassen. So, dann kommt immer die Frage: Ja, kann ich das, darf ich das? Ja, Sie dürfen das, wenn Sie, und es ist kostenlos, wenn Sie eine Mietversion haben oder einen Wartungsvertrag haben, der natürlich noch aktiv ist, dann können Sie das kostenlos herunterladen. Ebenso können Sie es kostenlos herunterladen, wenn Sie eine Kaufversion haben, bei dem Sie noch eine gültige Update-Berechtigung haben, und das ist wichtig. Wenn Sie eine ältere Kaufversion haben, bei der Ihre Update-Berechtigung natürlich ausgelaufen ist, dann müssen Sie Ihre Update-Berechtigung verlängern, beziehungsweise, ja, Sie müssen es halt einfach dazu kaufen. Okay, wir gehen jetzt davon aus, dass Sie die Version heruntergeladen haben und installiert haben und nun die Version 3.70938 oder größer haben. Wavi Profi hat bereits nun zwei neue Mehrwertsteuersatzfelder angelegt, die Sie in den Systemeinstellungen wiederfinden. Und Sie sehen, dass unter dem vollen und den reduzierten Mehrwertsteuersatz sich nun zwei weitere Eingabefelder befinden für die alternativen Mehrwertsteuersätze. In dem Fall 16 und 5%, was schon vorbelegt ist. Jetzt können Sie natürlich hergehen und können jeden Artikel im Artikelstamm händisch ändern und sagen, der war jetzt 16 und so weiter. Was natürlich absoluter Irrsinn ist, wenn Sie ein paar tausend Artikel haben. Deshalb gibt es in dieser Version auch unter Anwendungen Artikel Gruppenmodifizierung eine neue Zuweisungshilfe. Doch bevor Sie diese ausführen, empfehle ich Ihnen dringend, eine Datensicherung zu erstellen. Diese Datensicherung, da können Sie die ganzen Häkchen rausnehmen, dauert ein paar Sekunden, je nach Rechnergeschwindigkeit und Festplattengeschwindigkeit und Datengröße natürlich, aber es gibt Ihnen die Sicherheit, einen eventuellen Fehlversuch wieder zu eliminieren. Also das heißt, Sie haben einen Fehler gemacht und sagen, ach Gott, falsche Zuweisung. Dann können Sie ganz einfach sagen, ich nehme die zuvor erstellte Datensicherung, lade die wieder rein und alles ist gut. So, und dann können Sie mit der Zuweisung erneut beginnen. Also ganz wichtig, bitte, bitte machen Sie das. Nun gehen wir wieder zu der Gruppenmodifizierung zurück. Anwendungen, Artikel, Gruppenmodifizierung. Sie klicken auf Suche starten. Und wir haben hier unten rechts diese Auswahlfelder erweitert in dieser Version, damit Sie ganz einfach diese Modifizierung aller Artikel einer bestimmten Bedingung durchführen können. In unserem Beispiel lassen Sie alles leer. Sie tragen nirgends was ein. Auch alle Optionsfelder hier oben lassen Sie auf alle stehen. Bis auf das letzte Optionsgruppenfeld, hier sagen Sie, Sie wollen die Artikel sehen, bei denen der Verkaufsmehrwertsteuersatz 19% ist. Das ist wichtig. So, und jetzt klicken Sie auf Suche starten. Nun können Sie auf Schließen klicken und die Liste hat sich dementsprechend Ihres Auswahlkriteriums gefüllt. Das heißt, alle Artikel mit 19% Mehrwertsteuer werden nun in der Liste angezeigt im Verkauf. Jetzt können Sie ganz, ganz simpel sagen, Sie wollen allen Artikeln in dieser oberen Liste, ne, also darauf bezieht sich jetzt immer diese Auswahl, wollen Sie einen neuen Mehrwertsteuersatz zuweisen, und zwar im Verkauf, und zwar in Höhe von 16%. Die Zuweisung können Sie nun bestätigen, beziehungsweise die Ausführung Ihrer Zuweisung können Sie nun bestätigen, indem Sie hier oben auf Neue Zuweisung übernehmen klicken. Die erste Sicherheitsabfrage bestätigen und die zweite Sicherheitsabfrage bestätigen. Warum kommt die zweite Sicherheitsabfrage?
Wenn Wabi-Profi sie zweimal fragt, dann ist es immer kritisch. Wenn er sagt, das ist also elementar, da passiert was Wichtiges, willst du das wirklich? Und sie sagen nun an dieser Stelle, ja, das will ich, dann wird die neue Zuweisung ausgeführt. So, was ist jetzt passiert? Augenscheinlich für sie nichts. Sie sagen, jetzt ist die Liste leer. Die Liste ist leer, das ist wohl richtig. Aber sie erinnern sich, wir haben ja bei unseren Suchkriterien gesagt, dass wir hier alle Artikel mit 19% im Verkaufsmehrwertsteuersatz sehen wollen. Und da sie nun eine neue Zuweisung getroffen haben, sie haben ja gesagt, alles was 19 ist, ist jetzt 16%, ist demzufolge die Liste natürlich leer, weil ihre alte Zuweisung nicht mehr stimmt. Genauso könnten sie jetzt mit den 7%igen Artikeln verfahren, dass sie sagen, ich will mal alle Artikel mit 7% sehen. In unserem Beispiel haben wir keine. Dann erhalten sie wiederum eine Liste, dann sagen sie hier einen neuen Mehrwertsteuersatz im Verkauf zuweisen und dann wählen sie in dieser Combo-Box die 5% aus. Dann bestätigen sie wieder, dass sie die neue Zuweisung übernehmen wollen und nun haben sie das auch durchgeführt. Im Artikelstamm sind nun, ja, hier im Mehrwertsteuersatz 16% drin und der dementsprechende Nettobetrag aus dem Bruttobetrag wurde auch schon gleich ausgeführt bzw. ausgerechnet. Ich denke, damit ist oder damit sind die Fragen beantwortet, wie sie das durchführen. Also das ist total simpel, total einfach. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie gern auch die Hilfe dazu nochmal in Anspruch nehmen. Da wird Ihnen das dann auch nochmal erklärt. Na, also genau das, was wir jetzt hier im Video gemacht haben, wird Ihnen in der Hilfe auch nochmal erklärt. Aber ich denke mal, Sie sollten an dieser Stelle damit zurechtkommen und sollten Sie den Service von uns nutzen wollen, dass wir für Sie das durchführen, können wir das natürlich gerne nach Terminabsprache machen. Allerdings können wir das bei einen vierstelligen Kundenbereich nicht kostenlos machen, sondern müssen einen kleinen Obolus dafür verlangen. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen gute Geschäfte und bleiben Sie bitte gesund. Tschüss!